Es ist ja so gut wie beschlossene Sache, dass Scholl hier den Titel holt. Deswegen der WM-Kampf ist langweilig. Die Rennen, wenn man den Abstand jetzt hier wieder im Qualifying gesehen hat, da sind nur wirklich spannend, wenn Scholl von hinten oder aus dem Mittelfeld startet. Ansonsten ist um Platz 1 meistens beschlossene Sache. Das Scholl hat auch stimmt. den Softreifen aufgezogen, der zweite German war den Medium. So, und jetzt wollte ich ja noch was zu Hyper erzählen. Liga 4 vor 2 Saisons, auf jeden Fall erste Saison in Formel 1 2019 hier in der UFL, war er noch im Haas, souverän geführt das ganze Rennen, hat sich dann aber in der letzten Runde in Kurve 7 weggedreht, sich den Frontflügel beschädigt und dann durch die Zeitstrafen, die er hatte, dann noch den Sieg verloren. Das war damals eine ganz bittere Geschichte in der Saison, wo er Champion geworden ist. Hier an der Stelle war das. Letzte Runde, da erinnere ich mich noch sehr gut dran. Ich weiß nicht, wer damals gewonnen hat. Ja. Aber das War da wird ihm nicht sogar noch bestimmt Sasak hier unangenehm. da? Als, also, Ja, da kann als auch. Commentary? Ja, also das war die Saison. War das die Saison, wo Sasak hier gestreamer war? Ich glaube. Noch Liga 1 gefahren und Sim und. Ja, das kann wirklich sein. Hier sehen wir nochmal die schnellste Strategie. Weich, Medium, Medium. Wenn man auf Weich startet oder Medium, Medium, Hart, das ist irgendwie Blödsinn, glaube ich. Die beiden Rennen sind ein bisschen sehr weit weg. Ja, die lassen da, die machen da gut die Reifen warm und jetzt nehmen hier die Fahrer ihre Positionen ein und damit auch nochmal Hallo und herzlich willkommen an alle, die erst zum Rennen eingeschaltet haben. Gibt's ja auch. So, da kommen jetzt die Renault erst aus der Zielschikane. Dann werden wir mal gleich hier den Start genießen. Hoffentlich. Ja. So, Liga 2 Montreal ist gestartet. Durchfahrtsstrafe auf jeden Drive-through. Fall für Ja. Playtime. Und da ist Scholl sehr gut weggekommen mit seinen weichen Reifen, erwartungsgemäß. Da greift schon der Alpha Tauri den German X-Varro an. Verflogen Flügelteile im Mittelfeld. Glaub von einem Alfa Romeo. Ist ein bisschen schwer, der Depot. Ui, da ist ein Red Bull in der Wand. Da ist ein Red Bull in der Wand. Hier kommen die Piloten durch XKI. Kurve 5 hindurch. Und dem fehlt aber was Flügel. Es ist ziemlich schwer, da durch das Feld den richtigen Fahrer zu treffen, wenn sich das Ganze verschiebt. Ja, deswegen An versuchen wir Positionen, auch wo die schon auf Leute die gar nicht Wellen. sind. Und hier haben wir XKI. So. Ja, Scholl ist da sehr gut gestartet. Wie gesagt, hat er auch die weichen Reifen. Hinten Mayumo YouTube ist auch besser gestartet als German X-Varro. Hat natürlich auch die weichen Reifen gehabt. Hat ihn dabei nicht ganz gut ausbeschleunigen können. Vapor Yannick fehlt die Endplatte rechts. Oh, das ist natürlich ärgerlich. Aber das ist die Gefahr, wenn man von da hinten startet. Jetzt haben wir hier zum dritten Mal die beste Strategien eingeblendet. Jetzt reizt es auch mal irgendwann. Das ist das erste Mal hier durch die Zielschikane. Mal sehen, wann es die ersten Zeitstrafen geben wird. Montreal ist ja auch immer bekannt dafür, dass man sich hier viele Zeitstrafen holen kann. Gibt ja viele Außer German Kurven. Baro. Ja, genau, der ist natürlich der Experte in sich keine Zeitstrafen holen. Hier Kurve 3 innen, Kurve 4 innen, Kurve 8, 9, den Zielschikane. Hier gibt es einige Stellen. Und da sind zwei an der Box. Das ist ein Playtime, der die Durchfahrtsstrafe wohl absitzt und XKI, der sich den Frontflügel wechseln lässt. Vorne schon Scholl mit über 1,5 Sekunden Vorsprung. Die weichen Reifen sind auch 0,5 Sekunden schneller, wenn sie frisch sind, als die Medium. Ist nicht ganz so viel. Super Kamera, das wollte ich jetzt nicht sehen. Die Bremsbelüftung. Da wir den Russell eigentlich im Stream haben, Der Russell. warum fährt der heute nicht mit? Der ist ja da letzte Saison geflogen. Sehr starkes Rennen gefahren, was ich mich erinnere. Stimmt, das war ja hier das Nachholrennen. Genau. Ja, der ist ja aufs Podium gefahren. Der
Dave Businessman, oder? Oder wurde er Fünfter? Ich weiß nicht. Genau. Nein, nein, ist aufs Podium. Ich glaube sogar ohne Zeitstrafe. Das wird hier auch sein. Hat er vielleicht maximal eine gehabt, aber er war schon sehr, sehr stark unterwegs. So, jetzt ist, glaube ich. Jo! Und wir sind live drauf beim Unfall von Z. Maemo. Ausgang Kurve 7. Porte de la Concorde. Wollte da zu viel, hat dann gewittert, dass jetzt, also, dass man die Flügel flachstellen kann, ist ein zu früh ans Gas gegangen. Und hat sich weggedreht. Frontflügel ist kaputt. Beastie übernimmt Platz 3. Ist die Entscheidung von XKI auf den harten zu wechseln die richtige gewesen? Mit was ist er denn gestartet? Keine Ahnung, er hat ja ein Medium gehabt. Ja, dann wird er wohl mit Medium gestartet sein, wenn er jetzt auf hart ist. Wenn du sagst, er hat es schon mal den Medium gehabt. Ja, kommt drauf an, ne? Kann man machen, er hätte auch wieder auf Medium gehen können. Ja. Wird sich dann zeigen. So, erste Zeit. Ne, doch nicht. Disqualifiziert. Was? Ja. Von wegen Playtime hat die Drive-Thru abgesessen in Runde 1. Der war in der Box und ist disqualifiziert jetzt. Das war's. Schluss für Playtime. Ja, weil er hat einen Flügelwechsel und alles gehabt. Beastie Verbremser. Und jetzt hat er ordentlich Zeit auf Germanics war oder verloren. Das Reglement nicht so ganz gelesen. Bitte. Na, innerhalb von 3 Runden muss man ja die Drive-Thru-Penalty antreten. Aber es, ja, er wollte sie wohl absitzen, dann hat er einen Flügelwechsel gehabt mit Reifenwechsel. Also wird trotzdem angezeigt, dass man sie immer noch absitzen muss, also... Mhm. Verstehe ich jetzt nicht so ganz, aber okay. So, Beastie konnte sich da wieder gut rankämpfen und gut wieder absetzen von zu Saft, sagt danach seinem Verbremser in der Haarnadelkurve. Erste Zeitstrafe, Mampe. Runde 5. Ich muss sagen, Vapor Yannick kann sich erstaunlich gut eigentlich an Bebo dranhalten, dafür, dass er einen Flügel schon hat. Mhm. Ja, auch in Montreal in der letzten Schikane und in Kurve 9-10, was das da ist, wenn man sich da verbremst oder von der Strecke abkommt, da einen speziellen Weg, wie man wieder zurückzufahren hat. Das sei nur auch nochmal erwähnt. Wenn man den auch fährt, dann gibt es auch meistens keine Verwarnung dafür. Na, sehr wahrscheinlich sogar keine Verwarnung. Ja, kommt drauf an, wie schnell man fährt. Wenn da extrem Vollgas drüber brettert, dann gibt's trotzdem was. Ja, aber eigentlich ist es auch so gemacht, dass es eigentlich fast so eng ist, dass man vom Gas, eigentlich gehen, vom Gas gehen müsste. Und gerade hier, da wo die Kollegen hin gerade durchgefahren sind, MPL ist mit der zweiten Zeitstrafe, da ist dann so eine eklige Bodenwelle auch in der Auslaufzone. Also da, wenn man da auch nicht vom Gas geht und da Vollgas fahren kann, und dann ist es da auch so eng, wie du gesagt hast, da knallt's dann. Ja, vor allem gerade bei der Stelle, wenn man da zu schnell dran ist, dann ist man sehr schnell auch rechts außen in der Wand. Mhm. Weil man ja auch natürlich lenken muss. Durch die Bodenwelle geht das etwas schwer. Oh, und jetzt kommt es hier gleich zum Angriff. MPL gegen FM. Windschatten, da vorne gibt es auch ein Duell hier. So. Ja, Beastie greift doch. Versucht immer wieder German Varro anzugreifen. Ja, hinten da ist nix.
Hat sich nichts verschoben bei Imperium gegen Vettel und FM gegen M. Papel. Vettel jetzt mit der dritten Zeitstrafe im Rennen. Runde 7. Das kann gerade auf einer Strecke wie Kanada natürlich auch einen Ausschlag geben. Wie dann die Positionen am Ende wirklich sind. So, ich denke, Piste ist zu weit weg. Da müsste sich Germany Xvara jetzt auch gar nicht bemühen, da von der Ideallinie runterzufahren, das ist eh zu weit weg für so einen richtig krassen Windschatten-Effekt. Kostet die Lenkbewegung nur mehr Zeit. Ich glaube, für ein paar Piloten kann es jetzt ein bisschen ein Problem sein, dass vielleicht gar so viel in diesen DRS-Train liegen. Ja. Dass man vielleicht sogar schneller kann als der Vordermann, der hat aber DRS von nochmal den Vordermann und dann kommt man einfach nicht vorbei. Vettel und Imperium haben gerade schon geblinkt übrigens. Auf Start ziehen. Ja. FM hat auch nicht so viel. M. Papel hat da wieder deutlich mehr. Mich ein bisschen überrascht, weiß ich nicht, aber Saftsack kann nicht so ganz das Tempo von German Varo und Beastie mitgehen. Führt er den Train so ein bisschen an, den Imperium natürlich auf dem Medium gut nützen kann. Der den Undercut. Medium hat, also der könnte dann vielleicht schneller, wenn er dann nochmal auch die besseren Reifen hat. Ja, jetzt geht's hier richtig runter. Saif an der Box. Wenn der Undercut jetzt wirkt, dann kann der da vielleicht schon zwei, drei Positionen gut machen. Bin gespannt, ob sich die Piloten weitestgehend dafür entscheiden, zweimal Medium zu fahren oder zweimal Soft zu fahren. Zweimal Medium ist der schnellere. Boah, Vettel da mit dem Quersteher wieder. So, mal sehen, wer da jetzt reagiert. Auf jeden Fall Attacke von Imperium und zu Saftsack ist da aber an die Box abgebogen und jetzt kommt hier Vettel auch noch innen vorbei oder auch nicht. Berührung. Imperium verteidigt das nochmal und wir sehen auch Beastie ist an die Box gegangen und Imperium auch mit der Zeitstrafe. Wird jetzt eng. Wo ist denn Beastie rausgekommen? Ja, 4 Sekunden hat vor er da Puffer. Vor Didipol, vor Mampe. Gut, die müssen zwar noch an die Box, aber natürlich, wenn er dahinter festhängt, dann verliert er unnötig Zeit. Ja. Hallo Kevin. Hallo Kevin. Sehe ich da auf Tosajew eine 36 auf dem Auto. Sympathisch, oder? Wenn die am Auto ist, dann sympathisch. Germany Xvara holt auf. Das waren noch über 3,5 Sekunden, jetzt sind 2,5. Scholl hat ja die weichen Reifen, Germany Xvara den Medium. So, und jetzt hier wieder Vettel gegen Imperium. Beide blinken, hier kommt noch kein Angriff. Wie schon zweimal zuvor. Jetzt geht Lenzer rein.
Okay, also wenn ich bei Vettel oben bin und ich schaue einmal nach hinten, bin ich auf einmal über Scholl im Cockpit. Ich nicht. Das ist hier eine gute Idee, also. Die Reifen von Vettel, die sehen auch noch gar nicht so abgefahren aus. Die müssten jetzt aber. Ja, ja, die sind, glaube ich, schon langsam. Also, wenn man jetzt schaut auf Scholl, der Abstand zu German Varro, der verringert sich. Ja, aber Vettel, der kann mal über 3 Sekunden mit Imperium. Ich würde sagen, Scholl jetzt an die Box. Scholl an die Box. Und dann werden wir jetzt wohl auch Vettel abbiegen sehen. Yes. Ja. Scholl Medium. Und Vettel wahrscheinlich auch. Nee, hart. Okay. Der macht eine 1 Stop. So. Stops, Reifen will ich haben. So sieht es nämlich momentan aus. Ist der einzige, der hier einen Stop fährt. Und guck mal, Beastie, der ein paar Runden nur zuvor drin war, wie der jetzt da dran gekommen ist. Eine Sekunde. Und Scholl, der wird jetzt da aufgehalten, erstmal von Entsafte. Aber ich denke, der wird gleich auf der DRS-Zone, Zone zwischen Kurve 7 und 8 da vorbeigehen. Ja. Entsafte macht aber auch nicht groß anschalten, sich zu wehren. Weiß, er hat ältere Reifen. Scholl ist auch schneller. Verliert man nur Zeit im Zweikampf. Und jetzt? Kann jetzt vielleicht selber noch DRS bekommen und hilft natürlich gegen Beastie. Das ist, ja, das hilft gegen Beastie. Und Beastie, der will jetzt, der sieht Scholl da vorne. Der wittert eigentlich seine Chance, da den jetzt anzugreifen. Ja, das ist Saft aber auch schlecht aus der Kurve gekommen. Saft macht auch schön Platz, wie ein Überrundeter. Ja, der fährt eine andere Strategie, anderes Rennen, da muss er jetzt mal momentan zumindest nicht direkt gegen die zwei fahren, da verliert er unnötig Zeit. Macht er gut. Zeugt von Rennintelligenz. Was geht hier ab? Mampe gegen FM. Da viele schon am Blinken. Scholl wird da gleich bei Yannick anklopfen, der einen Flügelschaden hat seit Runde 1. Oh, Unfall! Wer ist das gewesen? Didi Paul! Kurve 6, weggedreht. Hatte auch noch. War kein Schaden, wenn ich es richtig sehe. Hatte auch noch die alten Reifen drauf, ne? Ja. Ja, Startreifen. Ui, nochmal einen Quersteher beim Wegfahren. So, Scholl schert aus. Und Yannick geht an die Box. Das kann immer denn ein bisschen irritieren als Überholender. Ja. Ja, Yannick wird jetzt einen neuen Flügel und was kriegt er da? Medium, wenn ich es jetzt sehe. Jawohl. Bei einer Zwei-Stopp-Strategie werden ja sehr langsam die ganzen Medium-Fahrer, also Medium-Starter reinfahren, so rum. Bebo schließt so langsam die Lücke auf Imperium. In manchen Kurven verliert er wieder ein bisschen mehr, aber dann macht er auch wieder einiges wieder gut. Die Zeitstrafen häufen sich. Ja, Imperium Bebo Box. Imperium Bebo Box, das wird jetzt. Beide mit neuen Mediums. Wo Imperium rauskommt. Der war ja mit Vettel im Infight, bevor die ganzen Boxstopp losgehen. Ich würde jetzt auch mal gerne hier sehen. Die werden auch davor sein. Es wird eher knapp mit dem Papel.
Oh, die sind aber deutlich davor. Bebo. Imperium befährt ja die weiße Linie. Und dass der... Ah nee, Vettel ist durch. Vettel ist durch, ja. Ja, ich habe auf den falschen Punkt geguckt, auf den falschen AlphaTauri. Vettel ist durch, hat er den Undercut wirksam gemacht. Und muss sich jetzt versuchen, so lange wie möglich vor eine andere Strategie. Genau, der muss sich jetzt versuchen, so lange wie möglich vor Imperium da zu halten, damit er den Vorteil der frischen Reifen da nicht ausnutzen kann. Und so ein FM da vorne ist da eigentlich gar nicht so schlecht, der auch DRS gibt und da beim Verteidigen hilft. Wie sieht's dann rundentechnisch aus? Ja, okay, FM. Der hat eigentlich die besseren Reifen. Oh, da ist genau. Aber jetzt Imperium da ganz dicht dran. Das kann was werden. So, kommt drauf an, wie stark beide jetzt den Überholknopf drücken. Auf jeden Fall blinkt Vettel schon jetzt außen rum. Deckt ihn dann ab. Ja, reicht und das wird. Nee. Das geht. Ja. Für Imperium. Jeremy Xvaro ist jetzt auch drin. Der von Sir Saftsack geundercuttet wurde. Der war ja mal vor den ganzen Boxenstops. 2,5 Sekunden hinter Scholl. Mal sehen, wie viel es jetzt ist. 8,9. Ja, das ist nix. Aber Scholl schon mit der Zeitstrafe. Ich finde, wenn man so als einziger keine Zeitstrafe holt im ganzen Rennen, ich weiß ja, wie das ist, dann kann man sich auch wie ein Sieger fühlen. Das ärgert dann immer trotzdem, wenn man keine Zeitstrafen holt und dann im Endeffekt trotzdem irgendwo hinten ist, wenn man nicht wirklich davon profitiert hat. Ja, aber trotzdem muss man das erstmal schaffen, wenn man sieht, zum Beispiel hier 17 Leute haben es nicht gebacken bekommen und man ist dann der Einzige, der das schafft, dann auch wenn man den 13. oder so wird, ist das ein geiles Gefühl. So, hier Überholmanöver. Nicht wirklich spektakulär. Jetzt hier auch Überholmanöver. Schon ein bisschen spektakulärer. Oh, da ganz nah an die Wall of Champions rangefahren von Vettel? Oder was? FM, ich weiß gerade gar nicht. German Varo war ja auch an der Box. Ja, der war auch an der Box. Auf was hat der denn gewechselt? Und der hat Softreifen. Jetzt kommt seine Phase. Jetzt geht's rund. Jetzt sind es auch ja, immer noch 8,6. Er scheint da auch so ein bisschen Glück gehabt zu haben mit dem Verkehr, den er gehabt hat. Oh, also dass er wahrscheinlich davor dieser Gruppe rauskommen ist. Bebo will ich. So, ja, stimmt. Und das wird nichts, Bebo. Achtung! Das hat jetzt nur Zeit gekostet. Da wäre zurückziehen schlauer gewesen. Und jetzt geht er hier aber vorbei. Sollte er eigentlich, ja. War er beim Messpunkt vorne oder hinten? Das ist jetzt die Frage, wenn ihn da jetzt Vettel wieder zurück überholt, dann... Aber da war er dahinter, DRS geht auf. Vettel ist auch wieder weit genug weg. Also auch selbst wenn er DRS gehabt hätte, der Vettel. Und der hat auch, blinkt auch schon, also, ja. Na, der müsste jetzt langsam... Der geht auch nicht mal in die Box, das heißt... ein bisschen ins Positive kommen. Der kann da auch nicht mehr sparen. Nee. Der müsste auf der Strecke möglichst schauen, dass er... so ein bisschen immer wieder spart oder weniger rausdrückt an manchen Stellen, wo er es momentan macht, so wie jetzt. Nutzt danach Kurve 2 schon einiges. Vielleicht sollte er da kurz das sein lassen, dass er halt auf der langen Geraden wieder mehr hat. Ja, er muss natürlich auch im DRS-Fenster bleiben. Oder mal auf dieser, glaube ich, jetzt die offizielle erste DRS-Zone. Hat er DRS, lässt aber den Flügel zu. Für mich ist das immer interessant. Die das letzte Jahr halt die ist. Neueste kleine. Ja. Ja, das. Nee. Mein ERS macht er nicht gut. Er nutzt das an Stellen, wo es nicht so gut ist. Und hat es dann dort nicht, wo es braucht. Tosajev an Imperium. Ja, Imperium ist ja gerade vorbeigegangen. Live und in Farbe waren wir drauf. Oh, XKI. Oh, Quersteher von Tosajev.
Und Yannick klopft jetzt bei Vettel an. Müssen ja alle nochmal rein, Vettel nicht. Ja. Geht's. Deckt er jetzt innen ab, der Vettel? Ja, und. Aber. Ja, trotzdem. Keine Chance. Genug Traktion draußen, der Reifen immer noch gut. Das reicht. Mal schauen, auch Mbappé L kommt näher. Maiemo gegen Lenzer. Vorbei. Langsam aber sicher nähert sich German Wagner immer weiter dem Biste. Die Wolken ziehen ein bisschen auf. Ja, es wird bewölkt. Das heißt, er soll trocken bleiben. Ja. Aber da sinkt natürlich ein bisschen die Temperatur. Kevin schreibt auch schon, oder der meint, der Tropfen gesehen zu haben. Ich hätte keine bislang entdeckt, aber. Nee, ich auch nicht. Dann mal so die Fahrer durchschauen auf dem. Auf der T-Cam. XKI ist jetzt der erste, der berundet wird. Ja, der war jetzt. Hat neue Medium. Und German X-Varo ist immer nun, also man sieht ja hier, er hat die weichen Reifen und kommt da, hat bisher eine Sekunde gut machen können, seitdem er in der Box so in 6 Runden. Also auf Scholl. Das wird, glaube ich, nichts mit dem Sieg. Bebo ist direkt hinter Imperium, aber beste drauf. Bei mir hat sich das Stream kurz einmal abgeschalten. Oh, schön. Weil da stand, dass der in der Qualität nicht mehr verfügbar ist. Okay. Kevin ist einfach blind, okay. Ja, es kann im Stream vielleicht auch teilweise, vielleicht ist die Qualität jetzt nicht so hoch ausgewählt oder keine Ahnung. Vielleicht sieht es da stellenweise durchaus einmal bei so einer weiteren Aufnahme von Übertragung so aus, als würde es da regnen. Anfangen zu regnen. German Varo 2 Sekunden hinter Biste.
Ja, der kommt dann langsam näher an Scholl. Beißt er sich trotzdem weiter in die Szene aus. Herr Beastie wird jetzt dann auch die nächsten Runden nochmal an die Box gehen. Oder wird jetzt schon vielleicht an die Box gehen? Nö. Ich kann mir vorstellen, dass Beastie vielleicht fast auf den Soft nochmal abzielt. Ja, der weiche Reifen, den kann man natürlich auch nochmal fahren. Die zweimal weich ist ein bisschen langsamer, aber auch nicht so viel. Jetzt kommt Bebo! Das so. Ah, jetzt wird es auch wieder freundlicher. Ich glaube, bis die mitfahren. Naja, Scholl war ja auch so 11, 12 Runden auf dem Soft. Glaube ich. Die jetzt 14, es sind da noch 11 Runden zu fahren. Stimmt, es sind nur noch 11 Runden zu fahren. Die Zeit, die vergeht hier echt schnell, ne? Ja, die Runde ist jetzt nicht so lang wie auf anderen Strecken. Dann sollten jetzt. German Varo blinkt auf jeden Fall. Einige, also bald zum zweiten Stop kommen. German Varo kommt zum zweiten Stop. German Varo kommt zum zweiten Stop. Macht ja quasi einen Undercut gegen den Beastie. Ja, das wird wohl auch lang. So, Bebo gegen. Und jetzt zieht nochmal den Soft auf. Imperium! Und da wechselt aber Imperium ganz spät nochmal die Seite. Dadurch fährt ihm Bebo hinten drauf. Das war nicht ganz Schaden korrekt. An Bebo. Oder vielleicht hat er noch rechtzeitig gebremst. Ich hab's nicht gesehen. Sah aus, als wäre er hinten drauf gefahren. Ist Bebo jetzt aber vorbei. Ungewöhnliche Stelle zum Überholen, aber kann man machen. Ja, gut gemacht. Hat Imperium in dem Fall jetzt gut mitgespielt. Ja, ich glaube, der Stopp von German Varo wird jetzt viele dann dazu zwingen, nochmal reinzukommen. Beiden Renaults müssen, glaube ich, sogar auf den Soft wechseln oder auf den Hard. Also die sind ja auf Medium gestartet, haben dann nochmal Medium aufgezogen. Saftsack ist auf den Soft gestartet, also schon 15 Runden den oben und Beastie ist in der Box. Ja, reagiert mit den Undercuts. Undercut, da wollen wir jetzt mal drauf gehen, wo der da rauskommt. Nimmt jetzt auch nochmal den Weichen, okay. Ja, macht naja, jetzt der auch muss Sinn. Gegen German Varo abdecken. Yes, und da kommt German X Varo, ist da jetzt auf Start. Ziel, nee, der kommt da hinten erst. Jetzt kommt German X Varo hier geht rechts, da, links da jetzt vorbei. Geht sich aus, geht sich aus. Oh, da werden sie gleich nebeneinander sein, oder? Nee, nicht ganz. Beastie bleibt vorn. German X Varo hat aber immer noch keine Zeitstrafe, das kommt günstig. Ja, na, die holt er ja nicht. Ja, das könnte dann sein Trumpf sein. Aber fast nahezu jeder andere hat, außer Saftzack. Und Z Ma 3 Mo YouTube. Imperium nochmal 3 Sekunden. Das wird. Weiß ich nicht, Bebo Freunde hatte letzte Runde noch keine Zeitstrafe. Oder zumindest halt nicht, als er Imperium überholt hatte. Und Yannick klopft jetzt auch an Imperium dran. Ja, Imperium will jetzt an die Box gehen. Da geht keiner an die Box, nicht, da geht aber Yannick an die Box. Der undercutet. Der Undercut kann denn gegen beide wirksam sein. Bebo hat jetzt auch eine Zeitstrafe. Ich weiß gar nicht, von dass ich die geholt hatte. Der hat ja auch lange Zeit keine gehabt. Ja, der hat sich irgendwann letzte Runde geholt oder so. Achso. Beim Überholmanöver gegen Imperium hatte noch keine. German Varo jetzt mit der schnellsten Rennrunde. German X Varo ist da auch an Beastie ganz dicht dran jetzt. Und bei ihm blinkt auch schon das Benzinlämpchen. Ja, da haben wir es wieder. Der ist so ganz knapp dabei. Mampe, 5 Sekunden Speeding. Herr Vapor Yannick kommt so ein bisschen unglücklich irgendwo raus. Ich meine, er hat nicht wirklich an Verkehr, aber. Yannick, ja.
Wenn man schaut, er ist direkt hinter Imperium und fällt dann doch schon ziemlich weit zurück auf Platz 12. Ich meine, da gehören natürlich noch einige an die Box. Einen Safte und ein Vettel nicht, weil die sind auf den Harz. Stimmt, ja. Saftzeug ist durch. Varo ist durch. Misty ist durch. Imperium und Bebo Scholl sind in die Box und Scholl hat ja sich noch einmal den Medium geholt. Das wundert mich jetzt. Und da kommen jetzt die anderen mit den weichen Reifen. Ja, aber ich glaube, Scholl, der macht das trotzdem so. Und wo ist jetzt hier Yannick? Ich weiß aber nicht, ob das so beabsichtigt war, dass er dann im Endeffekt nochmal den Medium aufzieht. Ja, oh, da kommt jetzt hier das richtiges Getümmel jetzt hier. Da ist auch noch Z Maemo YouTube jetzt zwischen Imperium und Bebo. Und Yannick hat da irgendwie richtig Zeit verloren. Und die beiden. Ja, ein Z. Maemo sprengt jetzt so ein bisschen dieses Bebo Imperium. Duo. Der hat 9 Runden alte Mediums. Ja, aber dann könnte er theoretisch auch durchfahren. Jetzt gar nicht zurück darauf geachtet, wie der so auf den Stops gefahren ist. Ah, der war ja gleich am Anfang, okay. Germanix-Fahrer kommt dann noch nicht vorbei. Schöner der ist. Für Beastie ist nochmal bitter, weil der hat sich noch eine Zeitstrafe geholt gehabt. Vor kurzem. Hm. Aber der bleibt jetzt Zweiter, der fällt nicht noch weiter zurück. So, wann geht hier wer vorbei? Bebo gegen Vettel. Außenrum, Kurve 9. Kann das was werden? Eigentlich nicht, aber es wird trotzdem was. Und dahinter ist sein Teamkollege Maemo, den er jetzt da schön blockiert. Jetzt sind sie da zu dritt nebeneinander auf die Haarnadelkurve zu. Passt auf! Boah, jetzt, Yannick mischt sich da auch noch mit ein. Vettel hat da jetzt richtig Plätze verloren. Vier Plätze oder so innerhalb von 3 Kurven. Und jetzt kommt da Yannick da gegen Maemo. Passt. Imperium ist dann der nächste davor. Heftiger Fight hier in Runde 29 war das noch. Und somit scheint die Taktik von Vettel dann nicht ganz aufzugehen mit der mit dem Einstopp. Nee. Das ist ja etwas zu langsam dafür, was die Rundenzeiten angeht. Und er hat auch nie wirklich so den IRS-Ladestand, dass er sagen kann, er könnte jetzt mal eine Runde gegen irgendjemanden wehren. Mhm. Eigentlich kommt da jemand angefahren und auf der Geraden ist er dann ja, zu langsam. Und wir haben hier auch noch keinen Ausfall, noch keinen DNS. Wir haben nur Playtime, der in Runde 4 disqualifiziert wurde, weil er seine Durchfahrtsstrafe nicht abgesessen hat. Ansonsten noch kein Ausfall, noch kein virtuelles Safety Car, noch kein Safety Car. Stark. Und das hier auf der Strecke, wo doch die Wände ziemlich nachstehen. Ja, auch generell jetzt von den Flügelschäden jetzt nicht so viele. Vor allem, wenn man es vergleicht mit den letzten Rennen. Oh ja. Wo die Wände ja auch relativ nah standen. Oder die Rennen nochmal davor. In Monaco steht ja nochmal näher die Wand. Ja. Bisschen bitter hier für FM, der momentan 12. ist. Der ist ja aus den Top 10 gestartet. Vom Platz 7. Hat er ordentlich was verloren. Ich
kann ja auch mal schauen, jetzt wer hier wie viel Zeitstrafe hat. So, Imperium und Yannick 6. Das heißt, Yannick muss da noch vorbei. Bebo kann die theoretisch ziehen lassen. Trosajew hat 11 Sekunden. Das heißt, Bebo muss da 8 Sekunden dahinter sein, ist er, um da noch davor zu sein. Vettel mit 9 Sekunden wäre momentan aus den Punkten raus. Der Strafenkönig ist momentan Mampen mit 20 Sekunden Zeitstrafe und Lenzer mit 18 ist auch gut dabei. Vettel holt sich jetzt nochmal 5 Sekunden und Unfall! Imperium schießt da Bebo von der Strecke und fährt jetzt auch nochmal dem Yannick da in die Seite. Ah, da hat er sich verbremst in der ersten Kurve. Da ah, und Bebo fällt da ein paar Plätze zurück. Kann er jetzt noch profitieren, dass die da die Zeitstrafen haben. Aber trotzdem, Maemo ist da trotzdem vorbeigegangen. Ah. Der wird sauer sein, ist. Das ist sauer. Natürlich jetzt hier Imperium hat jetzt da auch einen kaputten Frontflügel dadurch erhalten. Mal sehen, wie er da jetzt noch zurückfällt. Also unnötig auch. Wenn Bebo da nochmal guten Anschluss kriegt, dann kann sie es trotzdem ausgehen. Was jetzt den Abstand zu Trosajew angeht. Und den Zeitstrafen. Ja, stimmt. Das muss ja quasi ein 8 Sekunden Fenster sein von Trosajew. Ja. Bebo war ja eigentlich Fünfter. Mal sehen, was der jetzt noch geht. Momentan ist er nicht ganz drinnen, aber. Oder ist er drinnen? Nee, nicht ganz. 1,5 Sekunden ist er, glaube ich, draußen. Er darf natürlich nicht noch eine Strafe kriegen, das ist halt, also. Also aus Bebos Sicht darf Bebo jetzt keine Strafe kriegen. Ja. Und aus Yannicks Sicht darf. Ja, aus Yannicks Sicht darf Trosajews Sicht darf der natürlich keine Strafe kriegen. Der im Übrigen ebenfalls ein gutes Rennen fährt. Sehr gutes Rennen. Liga 3 Gastfahrer. Und ist vorne gut mit dabei. Jetzt haben wir gelbe Flagge. Gelb, da steht ein Red Bull. Wie ist das? Ist ja, ich finde, der die alle vorbeilassen wird, ja. Okay. Und jetzt ist ja nichts, war auch der Einzige, der keine Zeitstrafe hat. Ja, wie angekündigt. Nicht nur der Burgpassagenmeister ist er, auch der Straffreie in Kanada. Hier querst der von Trosajew. Ja, das wird eigentlich sein zweiter Platz werden. Ein zweiter Platz? Ja, für German Varro, also in den Rennen. Ja. Ja. Wenn das nicht irgendwas noch komplett schief geht, dann sollte er den zweiten Platz einfahren. Er ist innerhalb von 6 Sekunden so Biesti, also. Auch wenn er da die letzten paar Runden jetzt nicht so ganz mit kann. Lenzer! Oh, da haben wir den ersten DNF des Rennens und es ist Lenzer. Ausgang Kurve 2. Wahrscheinlich durchdrehende Räder gehabt und da steht er rechts eingeschlagen. Schade. Und jetzt ist Scholl in der letzten Runde und jetzt werden wir mal die Runde, die letzte Runde beim Triumphator dabei bleiben. Gelb war wieder von XKI. Mhm. Scholl hat auch noch die meiste elektrische Energie von allen Fahrern aus den Top 10. Vettel ist jetzt sogar noch 13. Ist er sogar noch so weit zurückgefallen. Didi Paul das Auto ein bisschen in die Wand gesetzt hat, natürlich hören. So, jetzt geht's noch einmal die Zielschikane gut zu erwischen. Und somit triumphiert Scholl ein weiteres Mal.
hier in Liga 2. Hat somit seinen WM-Vorsprung auf, naja, die beiden Renault sind noch weiter hinten. Bei Bebo wird Tosajew nicht überholen. Also, oh, ja, nee, doch, jetzt nicht. Saft sagt 4, Yannick 5, da hätte auch Bebo sein können, hätte ihn Imperium nicht abgeschossen. Tosajew 6, Imperium 7, Maemo YouTube 8, Bebo statt dem angesprochenen 5. Platz nur 9. Und entsafte 10. FM beinahe noch in die Punkte. 1,5 Zehntel haben gefehlt. XHM in der schnellsten Runde. Vettel nur 13. mit der Strategie. Ja. Und somit hat Scholl dann 15 Punkte auf Yannick gut gemacht. Und hatte ja da schon 76 Punkte Vorsprung und ist denn jetzt bei 91 Punkten Vorsprung.